Deutschland ist es wahnsinnig wichtig, für Schriftsteller einen Roman zu schreiben. Und noch viel wichtiger ist der zweite Roman. Es ist eine ganz lange Tradition, die geht auf Goethe zurück, auf den Wilhelm Meister von Goethe, auf Lessing, auf den grünen Heinrich, dass man nur eine Identität als Schriftsteller hat, wenn man den zweiten Roman geschrieben hat. Und viele haben den zweiten Roman nicht hinbekommen und sind schiffbrüchig geworden, würde ich mal sagen. So, und ich finde, das Interessante an dem Film ist ja nicht, dass wir sehen, dass er etwas lernt. Ja, in dem Moment, wo er etwas lernt, ist der Film ja schon vorbei. Und ich glaube, was mich viel mehr interessiert hat, war etwas, was bei den Proben auch aufgefallen ist. Die Paula fragte, sag mal, warum soll ich mich in einem Ekelstypen wie diesen Typen da, der so schlechte Laune verbreitet, warum soll ich mich für den interessieren? Und dann habe ich ihr gesagt, genau deshalb. Wir interessieren uns in der Geschichte des Kinos niemals für die schönen, freundlichen, ja, Helfer, sondern wir interessieren uns für die Einsamen, die Verzweifelten, die Bösen. Ja, wir interessieren uns eher für Robert De Niro, einen Taxi Driver, der ein Faschist ist, als für einen sehr, sehr netten Menschen, der uns den Müll aus drei Stockwerken tiefer bringt. Das ist das Kino. Ja? Und das Kino liebt eben auch schlecht gelaunte, muffelige, auch manchmal bösartige Menschen. Und dann da sagte Paula, ja, jetzt verstehe ich, was ich an dem interessant finde. Und das fand ich viel wichtiger als eine positive Entwicklung.